Guten Morgen und herzlich willkommen, was wieder heißt der Flach und unterwegs oder ist aufgewacht. 5.45 Uhr ist es jetzt, vor einer Viertelstunde bin ich gerade erst wach geworden. Es war eine super Nacht hier an diesem See, an Tystropsee. Also kann Natur laut, zu laut sein? Ich weiß es nicht. Also ich musste mir Ohrenstöpsel, Oropax reintun. Das war die ganze Nacht echt immer wieder laut. Sind immer welche Vögel aufgeschreckt oder sowas. Das hatte ich auch noch nie gehabt, dass ich deswegen Oropax anstecken musste, weil sonst ist es immer der Autobahn oder von uns Menschen die Geräusche. Aber hier ist das richtig laut. Ja, der Frühling schlägt hier richtig zu. Die Vögel, alle sind sie in Gang. Ja, kämpfen, ringen miteinander. Ah, sehr interessant hier. Sehr schön. Die Luft ist voll mit Vögeln, auf dem Wasser alles voll. Also einfach nur klasse. Und diese Stimmung jetzt gerade, vielleicht schade, dass es nicht so ein schöner Sonnenaufgang ist, aber das kann man sich ja nicht aussuchen. Aber sehr, sehr schön gewesen hier. Also einsame Spitze. Ja, die Kanufahrer, die waren auch sehr ruhig, die waren auch sehr schnell in den Zelt verschwunden und ruhig. Also 20 Uhr, 20:30 Uhr, da bin ich eingeschlafen und habe hier echt super. Super gepennt. Also ich bin sehr verschlafen noch, weil ja, kurze Zeit immer mal wieder aufgewacht, aber dann doch wieder schnell wieder eingeschlafen. Also es war für die erste Zeltnacht des Jahres einfach nur perfekt. Und so kalt ist es nicht geworden. Es ist so zwischen 4-5 Grad müssten das jetzt gewesen sein, laut App. Also gar nicht mehr die ganz große Kälte gewesen. Ja, dafür ist es aber heute bedeckt auf meiner nächsten Strecke heute, auf meiner nächsten Etappe Richtung Norden. Ja, das ist eigentlich ja, wieder so ein Zeltplatz wie hier, mitten im Nirgendwo. Ich fahre durch ein paar kleine Städte. Ja, und ob das große Highlights gibt, das werde ich sehen. Vielleicht gibt es nur Landschaft. Aber mir langt das schon, wenn sowas mal zwischendurch ist. Also einfach nur klasse. Also, wenn ihr es auch sehen wollt, dann bleibt dran. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. Nun verlasse ich diesen schönen Ort hier. Es war richtig wunderbar hier. War es ein Plätzchen. Aber jetzt geht's weiter auf meine Strecke. 100 Kilometer nach Norden. Als nächstes die nächstgrößere Stadt müsste Sorö sein. Die liegt auch an einem See. Mal schauen, was da so alles kommt heute. The best thing I did and I want you. Wunderbare Strecke, die ersten Kilometer. Und jetzt bin ich hier noch am anderen Ende vom See. Was soll ich sagen? Ich habe mich doch noch gewaschen. Ich war doch noch mal kurz Eisbaden. Ja, kurz, wirklich kurz. Aber einmal kurz waschen und dann schnell wieder raus. Und ich muss sagen, jetzt ist man auch wieder total warm. Es ist genau das Gegenteil. Man friert nicht, einem wird so warm. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das macht ja doch was aus. Jetzt doch nochmal sich gewaschen zu haben. Irgendwie fühlte ich mich doch so ein bisschen ja, leicht klebrig vom Schwitzen gestern. Da habe ich es doch noch gemacht. Und hier ging es auch schneller runter.
dass man schnell ins Tiefere kam. So, wo ich geschlafen habe, das kann man nicht sehen, das ist hinten um die Ecke hier über mir. Da gibt es auch noch mal einen Schlafplatz. Es sind ganz viele Stellen an diesem tollen See. Und da oben waren auch gerade eben noch welche, die da zelten. Also ich bin nicht alleine unterwegs, die sind draußen in der freien Natur und genießen das. Ja, jetzt geht es erstmal weiter Richtung Soro. Ja, diesen Abzweiger zum See muss ich wieder zurück. Wahrscheinlich muss ich nochmal auf die Karte gucken. Und dann geht es nach Soro zum nächsten See. Aber da werde ich dann nicht mehr baden. Durch die kleine Stadt Soro bin ich durch. Ja, klein und schmuck, muss ich sagen. Schöne Kirche, wie immer. Ein paar alte Gebäude. Sah super aus. Jetzt bin ich hier auch am gleichnamigen See. Ach, wunderschön gelegen. Die Städte manchmal in Dänemark echt klasse. Ja, Freizeitmöglichkeiten hier ohne Ende. Ja, die Tour war bis jetzt sehr gut. Also die Kraft ist wieder voll da. Gestern habe ich mich nicht komplett ausgepowert. Und jetzt geht's weiter. Ja, ich glaube, langes Stück über Land. Große Städte kommen da erstmal nicht. Holbeck, das dauert, bis ich da bin. Ich glaube, dazwischen ist nichts Großes. So mal ein Ort natürlich, aber keine größere Stadt wie diese hier. Ja, und das macht wieder Laune. Der Wind ist noch nicht so stark. Boah, und läuft gut. Ich habe ihn ja sowieso als Rückenwind. Aber er soll noch kommen. Mal sehen, was das wird. Was das Landschaftsbild jetzt hergibt bei den nächsten Kilometern. Bin jetzt bei Kilometer 33. Ja, nichts Besonderes unterwegs. Kirchen sind natürlich immer schön so anzusehen hier. Sieht man Marksteinkirchen. Leute, die Sonne kommt raus. Es wurde sogar kurz mal nieseln. Aber nur ganz kurz, da war es wieder vorbei. Jetzt kommt die Sonne raus. Wunderbar. Warm ist es noch nicht. Der Wind frischt ein bisschen auf. Aber als Rückenwind perfekt. Und ja, sonst gibt es hier eigentlich nicht viel zu vermelden. Es läuft. Es ist jetzt 10 Uhr. Quatsch, 10 Uhr ist es. Hab noch 70 Kilometer vor mir. Noch einiges, aber ich habe ja Zeit. Also geht's jetzt ruhig und sinnig weiter. Whatever that is choking your chest, I can
Ich bin hier an so einem Shelterplatz. Genau richtig, es fängt nämlich kurz an zu regnen. So werde ich jetzt hier eine Snackpause machen, das Zelt noch mal ein bisschen trocknen lassen. Da hatte ich das gut. Ja, dann werde ich nach dem Regenschauer. Es ist nur eine kurze, dünne Linie. Hoffe ich, wie es. Und dann kann ich wieder losfahren. Das passt genau hier so. Der Wind kommt von dort, also habe ich da Windschatten. Funktioniert super. Also ist absolut perfekt gelaufen. Ja, viel regnen soll es nicht, aber muss ja nicht sein. Naja, lasse ich erstmal alles hier trocknen. Ja, wie gesagt, ich war ja früh los, das kann das Zelt noch nicht trocken sein. Aber jetzt kann sich das da ein bisschen auspusten. Und dann geht's gleich weiter. Noch im zweiten Frühstück, würde ich sagen. Richtig schöne Strecke jetzt durch den Wald, jetzt schon über mehrere Kilometer weit. Mal ein bisschen raus, da durch die Felder und dann geht es wieder rein in den Wald. Also im Moment sehr tolle Strecke und glaube ich gleich kommt auch nochmal ein richtig großer See. Schauen wir mal, also hier sieht es toll aus. Kilometer 51 und jetzt bin ich da an diesem ja doch größeren See, den Skarresø. Natur in Dänemark. Ja, so sieht es hier aus. Einfach nur schön gelegen wieder. Einzelne Hügel, also Hügelkette eher gesagt, einmal rund um den See. Also ich bin die ganze Zeit auch hoch und runter gefahren. Also es ist wie so ein Sägeblatt. Heute kommen wieder einige Höhenmeter zusammen. Aber es läuft wieder ziemlich gut. Und die Sonne will rauskommen. Ja, es sieht jetzt auch so aus, der Rest des Tages eher sonnig als bewölkt. Vielleicht ein bisschen milchig, wie das ja immer so ist hier oben im Norden. Aber kann man nichts machen. Aber richtig klasse. Wieder ein schönes Highlight hier. Also heute ist schon wesentlich mehr. Oder ist die Strecke überhaupt schon besser als gestern, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, wärmer wird es auch auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde auch jetzt diese Jacke einmal ausziehen. Es geht dann nämlich gleich wieder hoch, berghoch. Und dann geht nach Holbæk. Ja, ist noch ein bisschen, aber da kommt man auch bald hin. Denn die Hälfte habe ich ja schon wieder rum. You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out.
You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. Planes, they never know where we will fall. Nobody can see us. Still, they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Cup after cup, yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. Kilometer 72. Boah, Leute, das war ein anstrengendes Stück. Voll gegen den Wind, ich bin noch nicht ganz in Holbeck. Ich bin hier bei der Kirche in Tuse, aber noch ein kleiner Tipp, in Dänemark im Winter sind ja die meisten Wasserhähne abgedreht, so wie hier eigentlich auch überall in Dänemark, nicht nur in Deutschland, aber hier gibt es oft öffentliche Toiletten, weil hier ist ein Gemeindezentrum und die ist sogar offen, wenn man ganz viel Glück hat, hier ist es nicht, aber eins kann ich schon mal sagen, Steckdose. Natürlich Toilette, Wasser, manchmal gibt es da auch Warmwasser, ganz selten, aber es kann sein. So kann man sich im Winter auch das Wasser holen. Ja, okay, jetzt geht es weiter Richtung Holbeck, noch ein paar Kilometer gegen den Wind, dann habe ich es geschafft. Dann mache ich einen kleinen Dreh und dann habe ich Rückenwind und dann geht es zum Zeltplatz, aber es sind noch 30 Kilometer. Angekommen, ja, es war wie gesagt sehr erkämpft. Ich war auch einkaufen, hab mir mal jetzt ein bisschen was zu knabbern, ein paar Kekse mal geholt, um zu trinken. Das muss jetzt sein. Als Belohnung, dass ich es hier geschafft habe, auch was zu essen für heute Abend. Denn viel kommt jetzt nicht mehr auf den letzten 24 Kilometern. Ich hoffe, das meiste jetzt auch mit Rückenwind. Geht auch ein bisschen schneller. Kurze Pause hier und dann geht's weiter. Aber jetzt hier an diesem Fjord. Das ist ja ein Abzweig von Isefjord. Isefjord, das ist ja vom Kattegat geht es auch wieder ab. Ein Stückchen westlicher vom Roskildefjord, wo ich letztes Jahr im Oktober war, ist das jetzt hier diese Gegend. Ja, wieder anders. Ja, ich fand irgendwie gerade bin ich auch immer über den höchsten Punkt und immer volle Kanne gegen den Wind. Böen bis 50 km/h, das war schon ganz schön doll. Also, man kam noch voran, aber das lässt uns eigentlich schon fast verzweifeln. Also ein Berg hört ja auf, aber Gegenwind hört ja nie auf. Denn, ne? Oh, aber geschafft, Belohnung und dann geht's weiter. 15 Uhr ist es auch erst. Also
noch Zeit. Anscheinend schon wieder über den höchsten Punkt in der Gegend. Noch 9,5 Kilometer. Schnell ist das aufgebaut, naja, so schnell nur auch wieder nicht. Ich muss erst mal gucken, wie rum ich diesen Eingang drehe. Nicht, dass er im Wind ist. Schluckt so ein bisschen da drauf. Ja, aber trotzdem, alles gut. Ich habe mich eingeräumt. Ja, es ist doch sehr frisch. Das über war es 12 Grad. Andere waren immer noch mit Pudelmütze und Deckeljacke unterwegs und ich war schon mit einem Pullover unterwegs. Ja, wenn man sich anstrengt, dann ist es doch was anderes. Hier zieht das echt gewaltig durch. Es ist frisch. So hier hinterm Zelt geht es. Es ist kein Sturm mehr. Ich glaube, es hat sich ein bisschen abgeflaut, aber trotzdem. Viel weniger wird es aber auch nicht die ganze Nacht anscheinend. Ich weiß nicht, wie es morgen früh aussehen soll. Also erstmal bleibt dieser Wind in der Nacht. Ich werde jetzt auch wieder Oropax brauchen. Ihr hört es vielleicht, die See ist sehr, sehr unruhig, also auch laut. Natürlich flattert hier irgendwo was mal am Zelt oder so. Ja, aber trotzdem glaube ich, werde ich wieder gut schlafen. Ich glaube das echt, weil in einer Dreiviertelstunde ist Sonnenuntergang. Um 18.45 Uhr ist 18 Uhr. Ein toller Tag war es. Es war natürlich nicht immer das Beste. Und vor allen Dingen, das Wetter war immer grau. Es war eigentlich viel mehr Sonne angesagt, aber es war immer irgendwie vor der Sonne so ein Schleier oder dann quasi wieder ganz weg. Ja, nach dem Regen sollte eigentlich strahlender Sonnenschein sein. Nix war. Kann man eigentlich nicht zählen. Aber es hat gelangt, meinen Ökostrom komplett aufzubauen, wieder aufzufüllen. Ja, der eine war ja hinten mit der Solarpaneele, der kleinen, drin. Hat es geschafft. Mein Handy habe ich halt gestern Abend geladen und Kamera natürlich. Und vorne war
Ja, der USB-Lader hat auch wieder funktioniert, 100%. Obwohl nicht viel Sonne war, aber es waren 100 Kilometer natürlich. Das bringt's. Ja, ich werde jetzt wieder, naja, was heißt wieder, mal wieder einen Kartoffelsalat essen mit ein paar Würstchen. Ja, und dann geht's auch schon bald wieder ins Zelt. Ja, ein Feuer machen, Osterfeuer, weil es ist Kar-Samstag. Normal machen wir jetzt ja die Osterfeuer. In Deutschland gibt's überall. Ja, sie versuchen auch da was anzuzünden, aber es verbläst ja alles mehr, als ja, als so richtig funktioniert. Hätte ich gern gehabt heute, aber bei dem Wind hat das echt keinen Zweck. Schade drum. Naja, schön ist es trotzdem hier. Baden könnte man im Sommer hier. Ja, ich glaube, da ist aber noch mehr hier los. Aber jetzt bestimmt nicht. Bei dem Weltgang keine Chance, Eis zu baden. Das geht nicht. Das muss man echt, so wie heute Morgen, an den schönen See. Wenn das schön ruhig ist, kein Wind oder kein Wind ankommt, das ist am besten. Ja, und die ganze Tour, waren doch viele Highlights dabei. Der Anfang war toll. Zwischendurch natürlich waren nicht so schöne Strecken, waren nur über Land. Gefühlt immer über alle Berge. Aber ich habe es geschafft. Dann war wieder ein schöner großer See, der Silbersee oder wie ich sehe. Ganz toll. Da kam die Sonne wieder raus. Ja, meine Pause war ja auch perfekt da beim Shelter, beim Regen. Hat wieder super geklappt. Ja, aber dieser Weg einmal Richtung Osten gegen diesen starken Wind, das war ganz schön heftig. Aber das habe ich gewusst und ich wollte es und es hat funktioniert. Ja, 102 Kilometer oder irgendwie 103 sind es geworden. Viele, viele Höhenmeter bestimmt. Ich habe noch nicht nachgeschaut, weil ich habe da erstmal alles eingeräumt. Es ist echt frisch im Wind hier hinterm Zelt. Das riecht so gut an, aber alles top. Ja, ich weiß es nicht, wie es rüberkam. Ich hatte meinen Spaß, muss ich ehrlich zugestehen. Bis auf die Gegenwindpassage, habt ihr vielleicht auch gemerkt. Aber trotzdem hat sonst alles geklappt. Ich hoffe, ich konnte es richtig schön rüberbringen. Es war trotzdem eine schöne Fahrt. Es war wieder perfekt, um zu üben. Und jetzt zum Schluss dieser Zeltplatz im Wind. Mal das Zelt aufzubauen, hatte ich auch noch nicht. Ja, war ein bisschen, wie gesagt, durch den Tüttel mit dem Eingang, wie rum der soll. Da soll ja da gegen pusten und nicht da rein. Das musste ich noch ein bisschen ein paar Mal wechseln. Aber naja, ob es jetzt perfekt aufgebaut ist, ist mir jetzt auch egal. Das wird schon halten. Der Wind soll auf jeden Fall nicht stärker werden. Ja, und stärker wird die Müdigkeit bestimmt. Wie gesagt, es geht bei die Sonne unter und dann werde ich auch nicht mehr viel machen. Ja, eigentlich will ich immer noch mal so ein bisschen Video gucken oder so. Dann staut sich das alles von den anderen Kollegen, die ganzen Videos. Ja, aber das werde ich euch heute Abend auch nicht machen. Ich will gut schlafen. Also werde ich jetzt beenden. Ich werde jetzt meinen Kartoffelsalat essen, meine Würstchen. Und ich hoffe, es hat dann heute gefallen. Denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Euer Flachlandradler Thorsten. Moin, moin und tschüss. Oh. Ach, das wird gut. Abgerissen. Aber egal, ich komme daran, auf jeden Fall. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh.